Hallihallo, heute mache ich drei richtig coole Upcycling-Projekte aus alten Wollpullis, aus einer alten Jeans und einem Jackett. Hallo ihr Lieben, ich bin Nastja und hier dreht sich alles um Nähen, Kreativität und DIY. Und heute dreht es sich mal wieder um das Thema Upcycling. Ich möchte nämlich ein paar alte Kleidungsstücke upcyclen und neu interpretieren. Das Video heute sollte eigentlich in der aktuellen Nestputz-Challenge sein. Das heißt, ich mache ja gerade jeden Monat, decluttere ich ein Zimmer. Und im März, jetzt ist noch März bei mir, wo ich gerade drehe, ist der Flur dran. Da bin ich noch nicht ganz so weit gekommen, wie ich wollte, aber so ein bisschen was habe ich schon geschafft. Wie das Leben so ist, ist mal wieder einiges dazwischen gekommen. Und unter anderem haben wir bei meinem Opi ein bisschen entrümpelt. Und da habe ich mir ein paar alte Kleidungsstücke von meiner Oma geschnappt und die nehme ich mir heute vor. Ich zeige euch gleich einige der Sachen, die ich mir mitgenommen habe und stelle euch meine Gedanken dazu vor, die ersten Impulse, die ich habe, und dann werde ich drei Ideen davon umsetzen und ich versuche heute wirklich, mir ganz viel Zeit zu nehmen, mich reinzufühlen und drei richtig coole Projekte zu schaffen, die ich wirklich fühle und ganz doll mag und auch tragen werde. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Spannend ist auf jeden Fall, dass bei den Klamotten auch viel feine Stoffe dabei waren. Also zum Beispiel Seide und Wollstoffe habe ich sonst nicht so viel. Und da muss ich natürlich aufpassen bei der Pflege. Und an dieser Stelle kommt der Sponsor des heutigen Videos ins Spiel. Ihr wisst, gerade bei Upcycling-Projekten ist Everdrop immer mit an Bord. Everdrop, falls ihr es noch nicht kennt, ist eine coole Marke aus Deutschland, die sich zum Ziel gesetzt haben, funktionierende Alltagsprodukte herzustellen, die es euch ermöglichen, einfach euren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Es gibt hier also nachhaltigere Putzmittel, Waschmittel und andere Alltagshelfer. Alle Everdrop-Produkte sind übrigens vegan, kommen ohne Mikroplastik aus, ohne Einmalplastik und verzichten auf unnötige Chemie. Ich habe heute auch wieder einen Code für euch und zwar bekommt ihr mit diesem Code 10% Rabatt auf alles bei Everdrop. Egal, ob ihr Einzelprodukte kauft und es mal testen wollt, ob ihr gleich Sets kauft oder auch Abos, ihr bekommt auf alles 10% Rabatt. Es lohnt sich, probiert es aus. Ich mag die Produkte wirklich sehr. So, ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal auf den Weg zu meinen Projekten heute und ich zeige euch mal meine Vorauswahl, ein paar Sachen, die ich so mitgenommen habe und die ersten Gedanken dazu. Hier liegt jetzt ein großer Haufen an Klamotten, die nicht passen, aber Potenzial haben. Das ist ein ganz tolles Tuch. Hier ist ein Blazer mit einem mega Stickstoff. Das könnte ich mir gut als Tasche vorstellen. So, der Rock, den ich anhabe, der ist mir auch irgendwie viel zu lang. Ich glaube, den werde ich einfach ein bisschen kürzen. Der ist hier einfach gesäumt und der Unterrock auch. Ich glaube, das kriege ich hin. Ich glaube, der wirkt besser, wenn der kürzer ist. Ich habe noch einen zweiten Rock, auch mit so einem Faltenstoff. Ist ein Muster ziemlich cool, aber auch sehr, sehr lang. Die Hose, die ich anhabe, passt gerade so, ist knalleng. Vielleicht mache ich da auch was Cooles draus. Dann haben wir noch dieses Jäckchen hier. Ich finde das Muster ja wirklich genial. Also das ist alles eingestickt und eingewebt. Hochmodern quasi, aber der Schnitt gefällt mir nicht. Das ist mir zu... Ja, ich weiß auch nicht. Aber ich habe überlegt, ob man hier vielleicht Druckknöpfe und unten ein bisschen kürzen und dann ein Bündchen rein, dass es so eine Art College-Jacke wird. Das kann ich mir ganz gut daraus vorstellen. Schauen wir mal, was wird. Und dieses Tuch, wie wunderschön sind bitte die Farben, auch mit diesem Orange-Klecks, finde ich richtig, richtig schön. Aber ich bin nicht so die Tuchmaus. Ich war mal eine Tuchmaus, aber ich bin nicht mehr so die Tuchmaus. Und ich überlege, ob ich mir daraus einfach einen sehr, sehr luftigen, schönen Cardigan nähe, weil sowas brauche ich auch gerade. So, ich habe jetzt hier vier richtig schöne, bunte Wollpullis zusammen, die mir aber alle einen Ticken zu eng sind. Und ich bin eh nicht mehr so die Wollpulli-Tante. Und ich glaube, wenn man das kombiniert und daraus ein Patchwork macht, wie mega wäre das denn? Das ist natürlich, das muss man sich natürlich trauen. Und man muss natürlich hier reinschneiden und auf jeden Fall die Maschen sichern, beziehungsweise gleich abketteln. Aber das könnte auf jeden Fall ein spannendes Projekt werden. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. So, dann haben wir hier diese Steppjacke, die an sich eigentlich ziemlich cool ist. Ich mag den Schnitt nicht so besonders. Könnte sie jetzt natürlich abwenden, eine Weste draus machen. Ich habe überlegt, ob ich einfach nur die Knöpfe hier, weil die kriegt man ganz gut hoch, abklebe quasi und lila lackiere. Oder ob ich das ganze Ding umschneide und mir eine witzige Pufftasche draus nähe. Ist nur die Frage, ob ich die wirklich trage. Not sure. So, ich werde jetzt erstmal alle Sachen einmal vorwaschen vor dem Nähen. Seide, Wolle ist da mal. Das kommt natürlich mit dem Feinwaschmittel, wird das gewaschen. Und wenn alles trocken ist, dann geht es hier weiter. Und bis dahin werde ich mir, glaube ich, auch schon ausgedacht haben, welche Projekte ich wirklich umsetzen will.
Ich nutze ja schon seit Jahren das Everdrop Waschmittel. Ich bin absolut zufrieden und ihr könnt ihr das Waschmittel passend auf eure Wasserhärte kaufen. Das heißt, die Dosierung ist einfach viel besser und ihr kommt mit weniger Tensiden aus. Im Alltag nutze ich meistens das Color oder das Vollwaschmittel. Hier jetzt bei Seide und Wolle werde ich natürlich das Feinwaschmittel verwenden. Und wie gesagt, ich habe ja mit dem Flur ein bisschen angefangen. Ich werde hier auch unsere Wintersachen alle einmal durchwaschen. Für zum Beispiel den Wollwalkanzug vom Kind werde ich auch das Feinwaschmittel benutzen. Aber für zum Beispiel Softshell und andere Membranstoffe nutze ich hier das Sportwaschmittel, weil es eben genau dafür gemacht ist. So, und wir machen jetzt mal weiter mit den DIY-Projekten. So, da ist er, mein obligatorischer Stapel, mit dem ich mal so anfange. Er ist ziemlich groß und ich glaube, ich schaffe nicht alles. Ich glaube direkt, dass ich das hier irgendwann später machen werde. Hier habe ich richtig Lust drauf, auf das Projekt mit dem Patchwork. Das machen wir auf jeden Fall. Das könnte ein Futter werden. Hier will ich auf jeden Fall eine Tasche draus nähen. Das könnte auch so ein gutes Startprojekt sein. Ach, ich würde sagen, wir fangen hiermit an mit der Boxy Bag. So sieht der Blazer aus und das ist das Seidentuch, aus dem ich das Futter arbeiten möchte. Und dann habe ich mir mein Boxy-Bag-Schnittmuster ausgeschnitten. Ich verlinke euch hier auch gerne nochmal das ausführliche Video. Dazu gibt es das kostenlose Schnittmuster. Und dann ging es los, den Blazer zu zerschneiden. Da der viele kleine Unterteilungsnähte hatte, war das gar nicht so einfach, da immer überall die Schnittteile rauszukriegen. Aber das ging und auch das Seidentuch habe ich dann zerschnitten. Und dann ahnte ich hier schon, dass es vielleicht nicht die perfekteste Wahl ist als Futter, weil es wirklich sehr zart ist. So, dann geht's also los mit dem Nähen. Ich habe hier einen Endlosreißverschluss mit zwei Zippern eingearbeitet. Dann wird alles zusammengenäht. Ich habe hier noch mit einem Volumenvlies gearbeitet, damit das Ganze ein bisschen mehr Stand hat. Und beim Futternähen am Ende bin ich ein bisschen verzweifelt, weil es wirklich sensibel ist und sehr flutschig. Da habe ich dann alles nochmal ringsherum versäubert und hoffe dann hier einfach mal auf das Beste. Das Futter habe ich noch mit ein paar Handstichen am Außenstoff fixiert und fertig ist das Täschchen. Finde ich mega schön und ich habe hier auch noch zwei Label mit reingenäht. So, die Tasche ist fertig und ich mache weiter mit dem nächsten Projekt. Ich glaube, Projekt Nummer 2 wird die Jeans. Die war mir ja ein bisschen eng und dann möchte ich an der Seite so Streifen einnähen, damit sie ein Ticken weiter wird. Ja, das machen wir mal. So, hier ist jetzt die Hose. Ich habe überlegt, was für ein Stoff ich... Also ich werde die hier an der Seite auftrennen quasi oder aufschneiden und dann Streifen einfach dazwischen nähen. Ich überlege, ob ich ein Canvas nehme oder ein Jersey. Ich glaube, ich nehme den Canvas, weil dann kann ich nämlich auch eine Hosentasche davon ersetzen. Das finde ich auch ganz witzig, die Idee. Ich habe mir also die Hose geschnappt und sie erstmal auf links gedreht. Erst wollte ich die Naht ganz sauber auftrennen. Da hat mich aber irgendwie ziemlich schnell der Mut verlassen und ich habe das dann einfach mit der Schere aufgeschnitten. Einmal komplett, sogar bis oben über den Bund rüber und das eben auch beim anderen Bein. Und dann habe ich von meinem Canvas-Stoff einen 5 cm breiten Streifen zugeschnitten und den habe ich dann noch an beiden Seiten versäubert und einfach mit etwas Überstand oben am Bündchen rechts auf rechts auf die aufgeschnittene Naht gesteckt und hier einmal angenäht. Danach habe ich das Ganze aufgeklappt und nochmal abgesteppt und dann habe ich mich erstmal um die Gesäßtasche gekümmert und hier auch nochmal mein Canvas appliziert. Das habe ich ziemlich frei aus der Hüfte geschossen und einfach obendrauf genäht, umgeklappt und das Ganze natürlich außer an der Oberkante einmal abgesteppt. Dann habe ich jeweils noch die offenen Kanten vom Streifen rechts auf rechts auf die offene Kante vom Hosenbein gelegt und auch hier einmal angenäht. Und das war es jetzt schon fast. Unten habe ich das Ganze offen gelassen und oben habe ich das zweimal nach innen geklappt und dann quasi in der Verlängerung der Nähte vom Hosenbund einfach festgenäht. Und tada, eigentlich fertig. Ein Label hatte ich hier auch noch mit eingenäht, aber ich wollte jetzt auch noch die Tasche ein bisschen aufpeppen. Und ich habe hier an den Ecken noch kleine Hohlnieten angebracht. Das funktioniert immer super und gibt immer noch mal einen sehr coolen Effekt. Und dann habe ich mir noch ein paar Bügelbilder geschnappt und noch ein Iron-On-Motiv, was ich da hatte, und habe das Ganze aufgepresst. Dann habe ich die Hose einmal angezogen und ich finde es wirklich mega cool. Sie ist wirklich ein bisschen weiter geworden und jetzt definitiv mehr mein Stil. Ihr wisst ja, ich will mehr bunte Sachen tragen und ich mag sie jetzt wirklich sehr. Zwei Projekte sind fertig und wir machen uns jetzt auf den Weg zum letzten Projekt. Und das könnte richtig gut werden, es könnte aber auch richtig schief gehen und ich verhaue direkt drei Pullover auf einmal. Ich wage mich an das Projekt Strick Patchwork. Ich möchte drei Kaschmir-Pullover von meiner Oma
zerschneiden und neu zusammennähen. Ich habe so ein Lieblings-Cardigan, von dem werde ich gleich den Schnitt abnehmen und werde dann die anderen Pullis irgendwie wieder zusammenstückeln und dann zu diesem Cardigan nähen. Und ich hoffe, das wird richtig gut. Schauen wir mal, ob ich das hinkriege. So, hier sind meine drei Wollpullis. Ich finde die Farben auch mega cool. Ich kann mir das richtig gut vorstellen mit dem Schnittmuster von eben diesem Cardigan. Hier sind meine Schnittteile. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ich das dazu bekomme. Und ich dachte mir, ich könnte patchworken. Und weil ich ja drei Farben habe, nehmen wir Dreiecke. Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Bräuchte ich vier Farben. Und weil wir vier Farben haben, nehmen wir Dreiecke und können dann immer drei Farben daneben setzen, sodass sich die Farben nicht doppeln. Das war irgendwie falsch gedacht vorher. Aber gut, das heißt, ich schneide jetzt hier ganz viele Dreiecke aus und werde mir mal so ein paar Bündchen aufbewahren. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich die Kante mache. Aber ich schneide erstmal fleißig Dreiecke zu und hoffe, dass ich diese riesen Schnittteile damit vollkriege. Sollte aber, weil sind ja vier Pullis. So, ich habe jetzt super viele Dreiecke zugeschnitten. Ich habe jetzt hier schon die ersten zwei Patches aufeinandergelegt und nähe die jetzt mit der Overlock ab. Ich werde irgendein buntes Garn einfädeln, weil ich glaube, weiß ist blöd und bunt geht dann hier zu super, egal was. Und ja, welche Farbe nehme ich denn? Ich könnte ein schönes Mint nehmen, ein Pink, ein Gelb, ein Blau. Ich glaube, ich nehme Mint, weil es ja auch mit drin ist. So, ich glaube, ich werde jetzt immer so Streifen nähen und dann kann ich hier komplette Streifen nähen. Das ist einfacher, als hier immer so drumrum zu nähen. So, ich habe jetzt hier mein Schnittmuster liegen und die erste Bahn ausgereiht und daran ausgezählt, wie viel ich für den Rest brauche. Also es liegt jetzt hier im Bruch quasi doppelt. Und ich habe jetzt 7 für die Reihe drunter und ich gucke mal, ob das passt. Also, das passt wunderbar. Oben brauche ich 9 und hier gucke ich gleich mal, ob ich den noch brauche oder ob die Schräge hier genau damit ausreicht. Dann brauche ich nämlich nur 5. So, für das Vorderteil habe ich jetzt genug. Aber ich habe gar nicht mehr so viele Dreiecke. Ich habe sehr viel im Mint. Mal gucken, ob das für die Vorderteile reicht. Ups. So, ich habe jetzt hier gestückelt. Oben fehlt ein bisschen. Muss ich gleich mal gucken, ob ich da noch was rannehme mit den Resten oder wie ich das mache. Jetzt nicht erstmal die Reihen zusammen. So, Zuschnitt ist fertig. Das ist ein Vorderteil und ich stecke das jetzt zusammen und nähe das erstmal grob zusammen, damit auch die Kanten gesichert sind. Und ich glaube, den ganzen Saumkram mache ich dann morgen. So, ich habe das jetzt gesteckt und ich bin so happy, dass es dass diese Kanten genau aufeinander passen, weil das ja alles so mal Pi mal Daumen abgenommen wurde und dass diese Dreiecke ziemlich genau gereicht haben. Ich bin fasziniert. Jetzt nehme ich das noch zusammen, dann werfe ich den über und hoffe, der fällt genauso schön wie der hier. So, Anprobe. Okay, das ist schon ziemlich cool. Und hinten sind große Muster. Guck mal. Bisschen Patchwork-mäßig. Geil. Ich hatte hier die Ärmel gesaved von dem lila Pulli und werde den, glaube ich, einfach hier rannähen als Bündchen. Das sollte easy gehen. Und dann, glaube ich, mache ich hier einfach nochmal einen Saum. Ich habe hier noch so ein paar Säume. Mal gucken, ob das reicht von der Länge, wie viel ich kombinieren kann. Leute, ich glaube es nicht. Ich habe jetzt die Bündchen hatte ich ja abgeschnitten unten von den Pullis und die habe ich jetzt ringsherum am Kragenoutfit angesteckt und es passt einfach mal
auf den Zentimeter genau zusammen. Mega gut. Das nähe ich jetzt also hier noch zusammen und dann nähe ich es einmal ringsherum fest und die Bündchen sind nämlich fertig. Wie ihr vielleicht seht, ja, der Cardigan gefällt mir wirklich sehr gut. Ich glaube, es ist mein neuer Lieblingscardigan. Ich finde die Farbzusammenstellung wirklich mega. Ja, es war ein sehr gewagtes Projekt, aber es ist, finde ich, richtig, richtig toll geworden. Und ich werde ihn hegen und pflegen mit dem Feinwaschmittel von Everdrop. An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an die Unterstützung in diesem Video. Denkt an meinen Rabattcode, checkt Everdrop unbedingt mal aus. Damit könnt ihr super easy euren CO2-Fußabdruck reduzieren und etwas nachhaltiger leben. Schreibt mir mal unbedingt in die Kommentare, welches der drei Projekte euch heute am besten gefallen hat und was ihr vielleicht noch für Ideen hattet, ob ihr schon mal richtig coole Sachen umgesetzt habt, ob ihr vielleicht schon mal Strickpatchwork gemacht habt und ob es mehr davon geben soll, weil ich habe ja noch ein bisschen was da und kann euch natürlich gerne wieder mitnehmen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne kreative Zeit. Wir sehen uns nächsten Dienstag hier wieder, 12 Uhr, gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis dahin, eure Nastja. Tschüss!